Unreal Engine. Cracked Heads. Head Up. Na. God. Oh je, ich hatte einen Unfall. Oh je, Mine. Oh Gott, was tue ich hier eigentlich gerade? Ja, erst einmal, hallo und herzlich willkommen zu einem, ja, nach langer Zeit mal wieder Horror-Game auf dem Kanal. Es handelt sich dabei um Silver Chains und immer mehr Leute hatten sich ein Horrorspiel gewünscht. Und Head Up hatte zufällig gerade eins da und hat sich das auch gewünscht. Also, ich weiß gar nicht mehr, wie das geht, so Horrorspielen. Ich habe keine Ahnung, worauf wir uns hier einlassen. Und wo ich bin, weiß ich auch nicht. Er ist so ein bisschen schon... so nah dran. An diesem vertrauenserweckenden Gruselhaus da vorne, wo wir unbedingt rein... Wer fährt, ganz ehrlich, guck mal, der fährt hier auf der Straße. Der ist doch, hier führt nur diese eine Straße hin, auf der dieser Typ gefahren ist. Der wollte zu dem Haus. Der weiß, wer da wohnt. Wir müssen also wissen, wer da wohnt, weil wir gezielt dorthin gefahren sind. Also, ne? Hab das Spiel schon gelöst. So, dann wollen wir mal gucken. Das sieht voll ein... Offenbar werden wir auch schon erwartet. In dem vertrauensvollen Haus wohnt eine vertrauensvolle Person. Offenbar eine Glatze habend. Und offenbar verschwindend, bevor das Licht ausgeht. So. Gartenarbeit, würde ich sagen, 2 von 10. Da müssen wir mit Gartenflipper nochmal rüber gucken. Was den Rest angeht. Ich habe immer das Gefühl, dass das Auto hinter uns verschwindet oder irgendwas anderes noch kommt. Aber... Oh, ey, es wird immer dunkler. Es wird immer dunkler. Oh. Au. Dunkelheit. Na gut, wir haben immerhin den Weg zum Haus haben wir schon geschafft. Das Spiel ist schon zur Hälfte durch. No. Wie bin ich hierher gekommen? Das letzte, woran ich mich erinnere, ist der Unfall. Und dieser schnell verschwindende Text. Ja, huch, oh. Diese schnell verschwindende Kamera. Upsi, hi. Es ist erstaunlich hell für ein Horrorspiel. Das finde ich eigentlich ganz gut. Und wir sind jetzt offenbar in dem Haus. Ich vermute mal, wir sind in dem Haus, wo wir gerade lagen. Hier hängt ein Bild von Muschi Klaus. Das ist sehr einladend und generell sehr verschwommene Bilder. Und alles sieht ein bisschen... Ja, also hier würde ich auch nochmal vielleicht neue Tapeten, würde ich empfehlen. Den Deckenstuck vielleicht nochmal erneuern. Hier ist alles ein bisschen... Ja, alles ein bisschen Vintage. Ich bin sehr dankbar, ja, dass ich hier aufgewacht bin. Jemand hat offenbar unseren bewusstlosen Körper hier reingehievt und in dieses leckere Bett gelegt. Ich bin eigentlich dankbar, dass wir gerettet wurden, aber wenn ich in so einem Haus aufwachen würde, ich hasse Puppen in Spielen und Statuen. Puppen und Statuen in Spielen ist das Letzte. Ist das, kann man das, warte... Boah, das ist richtig widerlich. Was ist das? Ich benötige eine Schere. Okay, das ist... Ich weiß nicht, was sieht aus, ein Teekocher oder so eine Minenlampe. Oh Gott, Igitt. Na, da, guck mal.
Okay, da kommen wir nicht raus. Oh, Also, dieser nackte Babyarsch. Warum? Adieu, du schöne Monetarisierung. So, dann... Ah, nee, ist ja nicht auf dieses Video. Okay, noch ist gut. Ich glaube, noch ist alles, alles sehr ruhig auch. Schöne Badewanne. Also, für die Gäste werden hier keine Kosten und Mühen gescheut. Alles sehr vintage, ist ja heutzutage sehr modern auch. Das sind keine Knöpfe, glaube ich, das ist nur Deko. Oh Gott, bei den Türen, irgendwann wird mir was entgegenspringen. Ich hoffe, das ist kein Spiel mit Jumpscares. So, und offenbar hat es gerade erst geregnet, wie es aussieht. Muss man ganz kurz vergleichen. Jo, hat gerade erst geregnet, okay. Gut. Die Nachricht auf dem Spiegel. Der Schlüssel in der Bibliothek. Was könnte dort wohl sein? Wahrscheinlich der Schlüssel hierfür, ne? Ja, ich benötige einen Schlüssel. Boah, scheint sehr schwer zu sein. Keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich Gold und Staatsanleihen. Noch ein wunderschönes Bett, diesmal auf einem Thron aus altem Zement. In einer niedergerissenen Wand. Aus einer gefallenen Wand. Kann man die... Oh, da kann man aufmachen. Oh nein. Oh nein, man kann sich darin verstecken. Oh, wir werden verfolgt werden. Oh, wir werden verfolgt werden. Ich weiß genau. Oh, 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 oh. So, das hier wollten wir alle lesen. Drücken Sie I. Ich drücke erstmal Spacebar. 31. Oktober 1900. Ich bin jetzt ganz alleine. Alle Dienstmädchen haben aus Angst um ihr Leben gekündigt. Ich kann ihnen keine Vorwürfe machen. Ich würde auch weglaufen, wenn ich könnte. Aber was getan ist, ist getan. Ich kann mich nicht verstecken. Ich kann nicht schlafen. Ich höre sie die ganze Zeit reden und lachen. Und dieses teuflische Kichern, es macht mich wahnsinnig. Ich weiß, dass es nur eine Möglichkeit gibt, all das zu beenden. Das ist mein letzter Eintrag. Das ist mein letzter Eintrag. Auf Wiedersehen. Hm. Huch, okay, wie komme ich hier raus? Jesus Christ. What happened here? Das weiß ich auch nicht. Drücken Sie F, um das Tagebuch zu öffnen. Warte. Okay, mit F kommen wir ins Tagebuch. Da ist momentan nicht viel drin. Evelyn Manning. Ich weiß natürlich auch nicht, wer Evelyn ist. Das werden wir alles noch erfahren. Wie komme ich hier wieder raus? Mit Q, alles klar. Mit F komme ich da rein. Mit Q komme ich raus. Mit I ins Inventar. Wie bin ich hierher gekommen? Das Letzte, woran ich mich erinnere, ist der Unfall. Und dieses Haus. Aber ich bin im Hof zusammengebrochen. Wie bin ich hierher gekommen? Ich sollte mich ein wenig umsehen. Was bestimmt sehr höflich ist. Wir haben doch eine Schere, wenn ich das richtig sehe. Ich kann hier leider... Ah so, Schere. Ach, die Schere war gerade im Zettel drin, ne? Da komme ich jetzt übrigens mit Escape raus. Das wird ein bisschen verwirrend, glaube ich. Kann ich rennen? Ja. Okay, mit der Schere können wir jetzt hier hinten... Oh, das wird ja lustig. Drücken Sie T, um die Lampe ein- oder auszuschalten. Okay. Eine Lampe haben wir also. Das wird ja lustig. Um Gottes Willen. Rätsel wird es auch geben. Diese Let's Play geht 1000 Folgen. Okay. Warte, hier. Okay, hier können wir auch nicht... Die eine Tür, wo wir nicht durch konnten, die war abgeschlossen. Da hat man so gerüttelt. Hier kann man aber eh nicht drücken. Hier kann man wieder eh drücken. It's so dark in here. Aha. Natürlichement. Okay, was haben wir denn hier drin? Da ist Ammo drin, wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Hier ist eine alte Kiste, die kann ich auch nicht öffnen. Wir haben Füße, das ist sehr gut. Und hier kann man wieder durch mit E durchkraucheln. Ja, so, okay. Kann ich wieder ausmachen? Ja. Okay. Alles klar. Das Haus steht wohl schon ein bisschen länger leer. Was ist das denn da hinten? Da ist irgendwas. Das steht wohl schon ein bisschen länger leer. Also offenbar hat hier schon lange keiner mehr nach dem Rechten gesehen. Ist da jemand? Das Haus sieht verlassen aus, aber hier brennt überall Licht. Vielleicht ist hier jemand. Speichern. Ein Ball. Ich folge mal dem Ball.
Komm, wir lassen den da mal rein. What was that? Nee. Was war das? Ich bin mir sicher, dass es hier spukt. Ich muss hier raus. Der Ausgang ist unten. Dann springen wir einfach da runter. Okay. Ja, das sieht alles sehr gut aus. Hierfür brauchen wir, ob wir dafür einen Schlüssel brauchen, ich bin mir nicht sicher. Da kommen wir auch nicht rein. Wenn wir hier runterstürzen, sind wir bestimmt tot, ne? Ich glaube, das ist so... Und da kommen wir wahrscheinlich auch nicht lang, weil zu dünn. Der Steg ist zu dünn. Wir müssen also hier lang. Glaube ich. Vielleicht sterben wir auch beim Versuch. Wir werden es erfahren. Aber jetzt folgen wir erstmal dem kleinen Jungen. Und ganz ehrlich, er ist ein Geist, aber der kleine Junge wollte nur so einen Ball haben. Ich kann da jetzt nichts Bösartiges dran erkennen. Okay, hier. Wahrscheinlich das Kinderzimmer des Jungen. Alles abgeschlossen. Hey, Kleiner. Hast du Bock? Bisschen Fußball? Also Strom gibt's hier auch. Das Haus ist verlassen seit Ewigkeiten, aber der Strom... offenbar kein Problem. Ich hoffe, die haben auch Internet. So. 5. September 1900. Die Dienstmädchen haben meine Schreie gehört und Dr. Morgan geholt. Ohne mein Wissen. Vermutlich haben sie es nur gut gemeint, aber ich habe diese furchterregende Stimme wirklich gehört. Ich habe versucht, dem Arzt alles zu erklären. Doch er war davon überzeugt, dass das Nebenwirkungen meiner Medikamente gewesen sein mussten. Er meinte, ich hätte zu viel davon eingenommen und würde dadurch unter Wahnvorstellungen leiden. Dr. Morgan hat mir dann andere Medikamente verschrieben und das neue Kindermädchen angewiesen, sicherzustellen, dass ich die auch richtig einnehme. Vielleicht habe ich doch nur halluziniert. Hier komme ich jetzt mit Q nicht mehr raus. Mit E. Okay. Seems the person who wrote this diary was troubled with hallucinations. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das ist jetzt erstmal eine Unterstellung. Denn wir haben auch gerade einen lustigen kleinen Jungen gesehen. Und hier sehe ich ein verschwommenes Buch. Okay. War ich das gerade? Ja, okay. Das ist gut. Ich rechne jederzeit damit, dass mir irgendwas entgegenspringt. Oh Gott, eine alte Nähmaschine. Dieses Spiel kennt keine Gnade. Aus dem Badezimmer hat jemand geschrieben. Und das ist ein sehr schöner Font für 1900. Finde ich das einen sehr schönen Font da oben drauf. Hey, herzlich willkommen bei Let's Play Silver Chains. Ja, vielleicht will ich nicht spielen. Vielleicht. Was war das für ein Geräusch? Hier ist ein Tisch. Ich dachte gerade, da ist irgendwas zusammengekrumpelt, sitzt daneben. Jetzt ist die Tür offen. Kann ich das ausmachen, bitte? Hey, Kleiner! Ich will dir helfen! Mach die Tür auf! Platte.mp3 hatte einen Sprung. Da ist irgendwas, da ist ein Schiffchen in der Badewanne, glaube ich. Okay, da hätte ich auch geheult. Bei dem ekelhaften Badewasser hätte ich auch geheult.
Drehen Sie das Objekt mit den Tasten WASD. Wichtig. Vergessen Sie nicht, die Tür zum Dienstbotenaufgang abzuschließen und den Schlüssel in der Waschküche zu lassen. PS, die Kinder dürfen nicht in der Küche spielen. Ja, natürlich. Weißt du was? Mach deinen Scheiß alleine. Ich bleib hier. Ich hab noch eine feuchte Badewanne und ein Designer-Klo. Ich bleib einfach hier. Okay. Warte mal. Hallo? Hallo? Was haben wir denn für Bücher? Boah, Alter, diese Lampe, ne? Mir juckt auch meine Nase. Entschuldigung. Irgendwann reiße ich die wirklich ab. Schon wieder ein neuer Zettel. Okay, zeig mal her. Komm rein! Come in. Oh. Das ist sehr lieb. Aber ich guck mich erstmal anderweitig um, ne? Ich hoffe, du bist mir da nicht böse. Hier, oh. Das Kind kann auch jederzeit raus aus dem Raum. Das nicht existente Kind, wohlgemerkt. Was ist denn hier? Ein großer Schlüssel, okay. Und können wir hier... Das ist kein Kinderzimmer, würde ich vermuten. Komme ich hier rein? Nee, ne? Da komme ich nicht durch. Springen kann man hier nicht. Okay. Lass mich raten. Wir haben vorhin ein riesiges Schloss an der Tür gesehen. Ich glaube, da müssen wir den Schlüssel... Oh, diese Lampe. So, wie lange nehme ich schon auf? Oh, 17 Minuten. Ist noch nicht mal eine Folge. Scheiße. Ja, das ist doof. War das hier? Hier war das Kinderzimmer. Kann man hier auch rein? Nee, ne? Nee. Da ist es. Ich glaube, da können wir rein, oder? Der bemüht sich nicht mal. Guck mal, die Hände hängen immer noch an seinem erschlaffenen Körper. Der probiert nicht mal aufzuschließen. Okay, das war nicht... Oh, da kann man ein bisschen durchgucken. Hallo? Okay, das ist schwierig. Es ist schwierig. Hä? Und ich drücke E, aber da passiert. Was, hä? Also, wenn ich genau drauf gucke, geht's nicht. Wenn ich ein bisschen nach links gehe, dann erscheint das, aber ich muss auch die Kamera in einem bestimmten Winkel halten, so. Und dann passiert aber auch nichts. Okay. Ich glaube, das ist sehr gut. Also, ich weiß nicht genau, warum das so ist. Wir haben jetzt... Wir haben jetzt diesen Schlüssel gefunden. Der ist aber auch nicht für hier. Oder muss ich den manuell... Der Schlüssel ist gar nicht mehr da. Ich habe den Schlüssel gar nicht mehr. Nee, ich habe nur noch ein Medaillon. Ein Medaillon mit Fotos im Inneren. Darauf bin ich mit einer Frau zu sehen, deren Gesicht mir völlig unbekannt ist. Ach hier, hier kann ich das jetzt sehen, das Medaillon. Aber ehrlich gesagt, darauf sehe ich gar nichts. Nein, geh mal weg. Hä? Ich habe gerade... Warte mal, mit F komme ich ins Tagebuch. My man's hurt me in Ralph's Rollerball. I'm left completely alone. Without my knowledge, lalala. Okay, hier kann ich die ganzen Briefe nochmal nachlesen. My last goodbye. Zumindest die Briefe von Evelyn, wie es aussieht. Okay, aber wo ist denn jetzt der Schlüssel? Kann ich... Oh! Gut, da muss man erstmal drauf kommen. Wir hatten eine andere Truhe, mit der können wir... Also wir haben manchmal Objekte, mit denen können wir was machen und manchmal kann man nichts mit denen machen. Manchmal haben wir Türen, die gehen auf. Manchmal haben wir Türen, die haben ein E. Manchmal haben sie kein E. Manchmal haben sie ein E und gehen einfach nicht. I can't reach it. I need something to reach for the key.
Okay, wir brauchen einen Zauberstab. Da kann man nicht durch. Wir haben einen Schlüssel im Umschlag bekommen, der vielleicht doch für was ganz anderes ist. Und nicht für die Schlüssellöcher, die wir bis jetzt gesehen haben. Okay. Oh, diese Lampe, ne? Kann ich die ausmachen? Ich fasse da einfach mal an, dass das Spiel vorbei. Okay, warte. Uhren ohne Zeiger. Hier, das war super. So ein Kaminding. So. Dann, Juppheidi, einmal drauf. Und dann bewegen Sie die Maus. Hä? Achso, ah, okay. Ich muss einfach hier drin bleiben. Ja, ja, ja. Hey, Minigame. Cool. Wir haben einen Schlüssel und jetzt steht hier rechts neben mir jemand. Hm. Nein. So. Jetzt aber.